Hallo, ich grüße euch zum Teil 40c. Ich wollte mich heute nochmal bei euch melden im Zusammenhang mit der Abgabe des Passus. Ihr habt ja gesehen, dass wir an der A12 arbeiten. Es kommen allerdings sehr viele Vorschläge in der Zwischenzeit, die alle noch eingearbeitet werden wollen. Und wir wollen noch alles prüfen, ob das die Vorschläge, ob das Substanz hat oder ob wir da wieder in irgendeine falsche Richtung gehen. Das würde ich gerne noch umfassend prüfen und machen und dann würde ich das einarbeiten, weil ich möchte nicht, dass irgendwas rausgeht, was nicht 100% sauber geprüft ist. Ich weiß, dass es momentan Be Bestrebungen gibt, die Sache zu sabotieren. Ich habe vor einer halben Stunde gerade einen Anruf gekriegt von jemandem, der versucht, den Leuten was mit UCC auf den Tisch zu hauen und kalte Gründung, also irgendwie in Leipzig muss es wohl wieder einen gegeben haben, der eine kalte Gründung gemacht hat und dann behauptet, er hätte die Gemeinde im Prinzip in das Kaiserreich entlassen. Das haben sie nicht, weil das geht nicht. Weil es hängt einfach mit den Siegelrechten zusammen. Die Siegelrechte kann man nur über ein Referendum erwerben und wer was anderes behauptet, der beginnt halt Siegelmissbrauch. Und da kann er natürlich von der BRD abgemahnt werden, weil die BRD genau solche Sachen eben nutzt, um den Leuten dann in reinzuhauen, weil erst dann, wenn das Referendum über 50% positiv ist, dass derjenige das Siegelrecht nutzen darf, kann er überhaupt ein staatliches Dokument erzeugen. Also das, was du von der BRD als Ausweise und Dokumente ansiehst, sind alles nur, ich sage mal, Genehmigungsschreiben, aber das sind keine staatlichen Dokumente. Brauchst du dich bloß mal in einem fernen Land, sagen wir mal in Indien, auf dem Arbeitsmarkt bewerben. Die wollen alle eine Bestätigung der Gemeinde haben. Die interessiert nicht, was der Bund macht, weil die wissen, dass der Bund ein Parteikonstrukt ist. So, dort wollen die von der Gemeinde eine Bestätigung, weil die Gemeinde sehen die im Notstandsrecht des Kaisers, weil die haben nicht so eine Verblödungspolitik erlebt, wie wir sie überall in der Schule haben, dass den Leuten Lügen erzählt werden. Der Staat ist immer noch das Kaiserreich und das wissen die alle ringsherum. Bloß in Deutschland wissen sie nicht, wie der Staat heißt und wie die Staatsflagge aussieht. Das ist eben immer wieder das Problem. So, und man muss auch wissen, wie ist es denn mal entstanden? Ihr müsst wissen, dass die Weimarer Freimaurer, die im Wesentlichen zionistische Juden waren, versucht haben, die Kraft des Kaiserreichs zu zerstören. Das war das Ziel, weshalb man versucht hat, alles zu privatisieren. Auch gleich nach der Wende. Also man hat dann auch versucht, die DDR, das Volksvermögen, zu stehlen und alles zu privatisieren. Und wir haben jetzt vor anderthalb Jahren Ärger gehabt mit jemandem, der hat in so ein volkseigenes Gelände gekauft und hat dann uns versprochen, ja, das könnt ihr ja für eure Truppenteile hier als Ausbildungslager oder als Schulungszentrum nutzen und hat uns dort hier über Ostern arbeiten lassen. Und dann hat das Schiedsgericht, ja, da habe ich dann Beschwerde gemacht, weil er hat das einfach nur gemacht, um ja, das Grund, dass man mal durchgehen kann und den ganzen Müll wegräumen, hat uns im Prinzip als billige Arbeitskräfte missbraucht, hat aber eigentlich mit uns wirklich nichts zu tun gehabt und hat uns also nur über den Rettich gezogen, mich dann auch noch mal ein paar Tage dort arbeiten lassen, ohne die Rechnung zu bezahlen. Und das wird also in den nächsten Tagen dann in der Strafanzeige enden, weil wir lassen uns hier, wenn wir auf guten Glauben hin anderen Leuten helfen, nicht verheizen. So, das ist auch eine andere Geschichte. Momentan zieht er ja durch die Kante und tut hier ja, unsere Bewegung verleumden. Da haben wir jetzt einige, die mir das zugetragen haben. Also es sind schon ganz schön Widerstände da, aber das macht alles nichts, das bin ich gewohnt. Leute von seinem Schlage, da sind wir schon im letzten Winter drei im Rucksack gefroren. Also das sind alles Zwerge, die bei der Dämmerung lange Schatten werfen. Mehr ist es nicht. Ja. Das sind Leute mit einem niederen Bewusstsein, die einfach Spaß daran haben, jeden zu betrügen oder irgendwann die Taschen voll zu hauen. Ja, also ihr könnt euch ja mal den Teil angucken. War das da Protokollfrisuren oder so, hatte ich das genannt. Das sind sechs Teile, da mache ich demnächst noch einen siebten, weil das hat inzwischen eine Fortsetzung gefunden. Es ist wieder mal ein geheimer Parteitag gemacht worden, ne, wo wieder nicht alle eingeladen wurden, wo dann wieder versucht wurde, eine Entlastung zu erzielen. Ja, und ich bin momentan mit dem Herrn Benkert geschieden. Also wir arbeiten nicht zusammen und ich telefoniere auch nicht mehr mit ihm, weil sagen wir mal, Dinge gemacht hat, die überhaupt nicht funktionieren. Ja, und wo es jetzt auch richtig Ärger gibt. Dauert nicht mehr lange, dann gucke ich mir das nicht mehr lange an. Weil ich habe immer so eine gewisse Sache, wo ich sage, es kann mal jemand Fehler machen, aber wenn das dann massiv wird und wenn das dann insgesamt schade, da muss man halt was da machen. So, gut, das erstmal nur als Dings. Ich habe den Termin 16. Kamenz abgesagt. Ich bin gerade mit demjenigen zusammengerasselt am Telefon, weil ich habe nur mal eine klare Ausrichtung. Wir werden die Leute nicht belügen, weil
UCC-Recht ist Rothschild. Rothschild hat es auf den Weg gebracht, um hier in Deutschland UCC-Recht zu vollstrecken. Weil bis jetzt hat er ja keinen Erfolg gehabt, weil er muss sich ja im Prinzip auf das alte Kirchenrecht beziehen. So. Na, also der Papst hat einen Anspruch auf alle Seelen, so müsst ihr das verstehen. So, und ihm zugeordnet ist das UCC und Rothschild hat im Prinzip im Vatikan das Geld liegen. So. Und er untersteht oder ist auch über allen Freimaurern. Also die Freimaurerlogen haben sich sozusagen dem Papst untergeordnet, aber nur scheinbar, weil wenn der Papst Schwierigkeiten macht, wisst ihr ja, gab es mal so einen Papst, der hatte eine ganz kurze Amtszeit. Sodass die also alle einer und anderen sozusagen das Messer an der Kehle hat. So funktioniert im Prinzip diese Freimaurerpyramide. So. Und die Freimaurer sind eben diejenigen, die die Weimarer Republik im Prinzip auf den Weg gebracht haben. Und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber die haben ihre Pläne nicht aufgegeben. Und jetzt versuchen sie es mit dem UCC. Erst haben sie es versucht mit der Selbstverwalterei. Und es ziehen immer noch Leute da draußen rum, die den Leuten erzählen, ja, ihr könnt ja Selbstverwaltung machen und erzählen denn nicht, dass die UN-Resolution nur ein Entwurf ist. So, und dann gehen die natürlich auf irgendwelche kleine Ortsgemeinden, die sich damit nicht auskennen und die das nicht wissen. Und die kriegen dann erstmal Panik, oh, die UN. Und inzwischen, bis sie rausgekriegt haben, dass das nur ein Entwurf ist, der aber nicht zu einer Abstimmung kam und erst recht nicht zur Ratifizierung. Ja, dann ist da Mist einem halt passiert. So, und Leute, die sich dann drauf verlassen haben und an einen Richter geraten, der das weiß, die fallen natürlich dann böse auf die Nase. Und das ist genau das, was hier vor kurzem auch passiert ist, wo ich dann erstmal jemand wieder raushelfen musste aus dem ganzen Mist. Aber vieles lässt sich eben auch nicht 1:1 zurückdrehen, weil der Schaden entsteht nicht erstmal. Ne? Ich nur zum Freistaat, Bundesstaat Sachsen, wie sie sich genannt haben, totaler Quatsch. Also ich bin Bundesstaat, der Kaiser ist Bundesstaat oder ich bin ein Freistaat. Wenn ich ein Freistaat bin ich in der Hierarchie Freimaurerei drin. Ja, weil die Staatsreligion der Bundesrepublik ist nochmal die Freimaurerei. Wart euch bloß einen alten Passo angucken, treten auf den Kopf, Rückseite, habt ihr den Baphometen. Der Baphomet ist der Gott der Freimaurerei. Gott der Freimaurerei ist ein Gott der Sklaverei und des Kindesmissbrauchs. Das ist genau das, was die Grünen, Rot-Grün und die FDP praktiziert. Weil die FDP ist der politische Organ der Freimaurerei. Das sind also alle Höhenfunktionäre mit 100%iger Sicherheit Freimaurer. So, und die CDU von der Frau Merkel an Roller gerechnet sind sie auch alle Bleibritz und Loschen und Rotori, alles wie gesagt, freimaurerisch versifft. So, und von aus diesem Sumpf kannst du keine wirtschaftlichen Impulse für dieses Land erwarten. Das ist einfach nicht möglich. Und der Kaiser hat das nicht gewollt. Der hat sich versucht, dagegen aufzustellen, aber er hat die Gefahr, die davon ausgeht, natürlich völlig unterschätzt. Jetzt vor kurzem ist ein Schreiben aufgetaucht, das belegt, dass die Soldatenräte den Kaiser mit dem Leben bedroht haben. Es ist jetzt nur erstmal eine Abschrift, aber wir hoffen mal, dass wir das Original auch noch kriegen. Dass also noch jemand ein Original findet, was also dort eingegangen ist und wo der Kaiser sich dann genötigt gefühlt hat, ins Ausland zu gehen. Interessant ist, dass das Datum schon 18.10. auftaucht. Also, aber das Schreiben wohl nicht zu diesem Zeitpunkt ausgeliefert wurde. Weil dann wäre der Kaiser schon viel eher gegangen. Ne? Interessante Geschichte, dass es überhaupt erstmal existiert. Muss man sich nochmal dann genau damit befassen. Entscheidend ist aber, dass die Wiederherstellung einer Gemeinde nur funktioniert, wenn du vom Notstandsrecht des Kaisers ausgeht. Also aus was Staatlichem kann nur was Staatliches kommen. Und aus was Nichtstaatliches kann nur was Nichtstaatliches kommen. An einem Apfelbaum wachsen nur Apfel und an einem Birnenbaum nur Birnen. Also an einem guten Baum kommen nur gute Früchte und an einem schlechten Baum nur schlechte Früchte. So ist es nun mal so. Es ist in der Natur ein durchgängiges Prinzip. So. Und was in irgendeiner Verbindung zur Weimarer Republik oder zur kalten Gründung hat, führt immer dazu, dass du wieder in die Weimarer Republik zurückfällst. Und zwar möglichst mit Schaden. Das ist das, was die Bundesrepublik für alle von uns vorgesehen hat. Deswegen haben sie die Leute ja reingeholt. Weil in dem Moment, wo du einen gelben Schein beantragst, trittst du die Rechte auf deine Bundesstaatenangehörigkeit ab. Und weil du noch auf dem Pad unterschrieben hast, wird mit dieser Unterschrift für dich, für einen Ausländer, diese Bundesstaatenangehörigkeit verliehen. Und zwar gegen Geld, was an der Börse in Handel gebracht wird. Weil ja derjenige, der dann hier lebt, auf deine Identität hin, also auf deinen Anspruch, auf deine Rente vom Kaiser und auf deine staatlichen Sozialleistungen, also im Prinzip eine Schattenperson von dir real erzeugt wird. Das, was im Handelsrecht nur vor Gericht oder von irgendwelchen Wänden gespielt wird, das wollen die jetzt real nachbauen. Also eine reale Person
erzeugen, die deine Bundesstaatenrechte sozusagen übernimmt, in dein Haus einzieht, auf deinem Land wohnt und dich dann sozusagen mit Hilfe von ISIS aus dem Land jagt. Das ist das, was die Frau Merkel hier in dem Land vorhat. So, und das ist auch das, was die Freimaurer vorhaben. Mir kann keiner erzählen, der an der Freimaurer-Hierarchie dran ist, dass er nicht für das UCC eintritt und für über verschlungene Wege irgendwelcher Gemeindeaktivierung ohne Referendum, was natürlich nicht funktioniert, weil es nur eine kalte Gründung ist, dass das zu was Gutem führt. Das kann mir niemand erzählen. Ich glaube zwar den Leuten, dass sie herzensgute Leute sind und dass die auch an das Gute und Wahre geglaubt haben, aber das haben die SED-Genossen ja auch behauptet nach der Wende. Sie haben dran geglaubt, dass das der einzige Weg ist, wenn man sich vorankommen will und was bewegen will, da muss man halt in der Partei gehen. Ich habe es anders gesehen. Ich habe immer gesagt, wenn man auf dem ehrlichen Weg geht, geht es zwar ein bisschen langsamer, aber es geht geradlinig und man hat keine solchen Rückschläge. So. Jetzt ist natürlich wieder so, dass Leute sagen, ja, das geht uns alles zu langsam. Ich muss sagen, ich bin hier alleine momentan hier mit einem Studioaufbau, weil die anderen Leute haben in Dresden und Leipzig auch Baustellen. Und es kommt immer zu mal jemand helfen, aber ich kann nicht alles auf einmal machen. So, und wenn ich jetzt gerade mal Baumaßnahmen habe, kann ich an der A12 nicht weiter stricken. Das ist also alles ein zeitliches Problem. Aber das ist nicht schlimm. So, wenn dann die Redaktionsräume fertig sind, haben wir mehr Leute hier arbeiten, dann geht es auch ein bisschen schneller, können wir auch die Mail abarbeiten. Also es ist momentan so, dass ich die Feedback-E-Mail-Adressen nicht alle abarbeiten kann, weil die Rechner gar nicht aufgebaut sind. Was wir hier haben, ist im Prinzip jetzt nur die Sendetechnik, aber das andere ist noch eingepackt, weil der Bauträg beschädigt halt nur die Rechner. So, das ist also der Hintergrund, den ihr auch wissen solltet. Vorgesehen ist, dass in den nächsten 4 bis 6 Wochen hier alles soweit fertiggestellt ist, dass die Schreibtische eingeräumt werden, dass der Fußboden gelegt werden kann. Wir haben das Material auch schon da, aber es muss eben eingebaut werden. So. Und in der Zwischenzeit hoffe ich, dass ich euch die restlichen Unterlagen noch fertigstellen kann und dass wir nach der A12 dann die A13 und so weiter machen, wo wir also immer kleine Verbesserungen einbauen. So, wir gehen einen geradlichen Weg und wir lassen uns nicht auf irgendwelche UCC, kalte Aktivierung. Das gibt es noch vom Mist. Ja, gut, da ist dann wieder erzählt worden, hätten in Leipzig jetzt eine Gemeinde aktiviert. Ne, das haben sie nicht. Sie müssen im Prinzip die Siegelrechte dieses alten staatlichen Rechts erwerben. Und schon wenn sie Weimarer Republik sind, dürfen sie es nicht. Da kann ich sofort dagegen klagen und dann sind die ihr Siegelrecht wieder los, weil sie nicht an einer staatlichen Grundlage. Die Weimarer Republik darf die staatliche, die staatliche Legitimation gar nicht übernehmen, weil der Friedensvertrag von Brest-Litovsk sieht vor, im Artikel 8, alle Leute in die Heimat zurückzuschicken. Seit wann ist denn die Weimarer Republik oder die Bundesrepublik unsere Heimat? Die Heimat ist der Bundesstaat. Und Russland ist in der Pflicht, uns in die Heimat zurückzuschicken. Und Weimar Heimat heißt, Friedensvertrag von Brest-Litovsk, Artikel 8, dass wir in die Bundesstaatenangehörigkeit zurückkommen. So. Und das werden wir auch schaffen. Aber wir müssen uns mal bewegen. Und es können alle sagen, ja, ich habe da Angst und die haben mir das in den Ausweis nicht abgenommen. Du musst mit Zeugen dorthin. Die Leute haben uns eine Nazi-Staatsangehörigkeit aufs Auge gedrückt. Das wissen die auch inzwischen. Und die wissen auch, dass wir es rausgefunden haben. Und jetzt ist es so gewesen, wir waren jetzt in Kransaal oben, wollen die Ausweise abgeben. Da hat der Bürgermeister mit dem Kreisrat telefoniert. Da gibt's ja nur einen, der das ist. Und das ist derjenige Leute, der genau weiß, was mit der Staatsangehörigkeit hier nicht stimmt. Und der den Leuten eine Nazi-Staatsangehörigkeit aufs Ohr gedrückt hat, weil er dann darüber haschen kann. Weil die Nazi-Gesetze zur Eindämmung des Nationalsozialismus, die nutzt er dann, um gegen uns vorzugehen. Das ist die miese Nummer. Aber wir haben ja gar nicht die Nazi-Staatsangehörigkeit, weil wir in Mitteldeutschland überhaupt keine Rechtsnachfolge angetreten haben. Er macht sich strafbar, weil er die Gesetze des Nationalsozialismus fortsetzt. Und das müssen die Leute auf den Demos mal thematisieren. Wir haben in Mitteldeutschland direkt seit dem 18.07.1990 0 Uhr die Bundesstaatenangehörigkeit zu beanspruchen. Wenn das Staatsfragment DDR wirklich an einem Tag gelöscht worden ist, also wie der Gerd Helmut Komasa ja bezeugt hat, der vom militärischen Abschirmdienst war und der gesehen hat, dass, was hier läuft, dass sie die Leute betrügen wollen, musste er natürlich dann mal die Flucht ergreifen, hat es dann vom Ausland ausgeschrieben, das Buch, aber ich gehe davon aus, dass es ein ehrlicher Mensch war, ein ehrlicher, mutiger Mensch, vor dem ich jederzeit einen Hut ziehen würde. Und es sind einige wenige, vor denen ich Hut ziehen würde, weil die ganze Politiker und Beamtenkaste ja einfach nur darauf aus ist, uns zu betrügen und sich dann im Prinzip ja vom Acker zu machen, wenn das Volk gemerkt hat, dass es wieder mal betrogen worden ist. Das ist das. Also Merkel plant im Prinzip ständig ihre Flucht und versucht das nur immer mehr solche Kämpfer hier reinzuziehen, die dann hier durch die Dörfer gehen und dann reinweise die Leute abschlachten, wenn sie ihr Haus und Hof und Auto und die 3.000 oder 5.000 Euro nicht kriegen, die sie den Leuten in Libyen versprochen haben. So. Das heißt,
Es ist also geplant zu sagen, es konnte an dem 27.10.2017 ja kein Bodenrecht mehr bestanden haben oder am 28. kein mehr bestanden haben, weil es hätte ja maximal der Vertrag 99 Jahre ausgefertigt werden können. Das ist das, was seit Mittelalter Usus ist hier. Also es gibt ganz wenig Aufnahme, dass das mal auf 10 Jahre oder weniger gemacht hat, aber es gibt keinen, wo das deutlich länger. Auf ewig ist es nie gemacht worden, sondern immer so 99 Jahre. So, das heißt, das längste Bodenrecht, das eingetragen wird, war das, was am 27.10.1918 eingetragen wurde. So. Und wenn dieser Tag rum ist, dann kann einer kommen und sagen, ja, es gibt ja jetzt nur noch, ist ja dann alles wieder an das Kaiserreich zurückgefallen. Und ja, alles, was wir machen müssen, ist im Prinzip ein Medinat Weimar gründen, also eine Weimarer Republik, den Staat sozusagen wegputschen und dann sozusagen die Bodenrechte, die wegverfallen sind, sich einfach nehmen und dieses Land an Investoren verzocken und uns aus dem Land treiben. Das ist der sogenannte Hudenplan. Das ist das, was Frau Merkel bezweckt mit den Leuten, die sie hier reinholt. Die will also nochmal 3 Millionen solche angeblichen Flüchtlinge. Aber es sind immer nur Männer, sind immer nur Kämpfer. Und 30% oder 15% sind von ISIS. So. Das ist das. Und die haben auch ja schon Waffen gefunden. Also, dass wo die her sind, Saudi-Arabien oder Türkei oder was weiß ich, ihre Waffen ja reinbringen ins Land und die heimlich sozusagen dort einlagern. So, und da muss die Bundeswehr und auch der Staatsschutz mal aktiv werden. Da können sie mal den Staat schützen, da müssen sie mal solche illegalen ISIS-Waffenlager mal ausheben. Das ist ihre Aufgabe. Da würden sie vom Volk gefeiert werden. Und da würde vielleicht das Volk an dem Tag, wo das alles ja einbricht, mal ein bisschen Gnade walten lassen. In allen anderen Fällen sind sie nämlich dran wegen Verfassungshochverrat. Das wäre mal eine Chance, dass sich mal einer von diesen hohen Bundeswehrbeamten sagt, es geht hier nicht so weiter, wir müssen diese Verbrecherbande im Bundestag entmachten und die verfassungsmäßige Ordnung von der Verfassung 1871 wiederherstellen. So. Die Bundeswehr hätte das Recht, hätte auch die Mittel dazu, aber wenn sie alle noch korrupt sind, funktioniert es nicht. Am Ende wird es zu einem Bürgerkrieg kommen und wenn ein Bürgerkrieg gegen die Bundeswehr läuft, dann gibt es da keine Überlebenden. Die paar tausend Mann, die überrennt ja 80 Millionen Volk. Das ist überhaupt kein Problem. Das müsste ihnen klar sein. So. Keiner will ja am anderen was Böses, aber das ist die Alternative zur Verfassungswahl, ist, dass der ISIS dann hier die Landnahme macht und die Leute außen ausjagt. Ja, und dann haben wir den offenen Bürgerkrieg. Also dann sind wir wirklich ja mit Baseballschläger und langen Messern unterwegs. Eine andere Möglichkeit, uns zu wehren, haben wir dann nicht. Wenn die ISIS-Kämpfer kommen und uns ja abschlachten wollen, werden wir das nicht kampflos machen. Das ist der Punkt. Darüber müssen wir so. Und die einzige Chance, das die Situation zu vermeiden, ist eben, dass sie zugeben, dass sie uns hier am 17.07.1990 betrogen haben. Und dass wir alle die Bundesstaaten an Georgiskeit zurückkriegen. Und sie haben ja die Möglichkeit, in dem Reisepass das hinten einzutragen. Wir müssen es nur machen. Und sie können nur erstmal ihr bundesdeutsches Siegel dort reinknallen, bis dann die Wahl der Siegelgebiete durch ist. Haben wir ja auch nicht unbedingt ein Problem. Wir wollen ja nur die Rechtsstellung haben, weil eine Einbürgerung darf die Bundesrepublik ja eh nicht machen. Ja, das darf nur Verweser. Der Verweser repräsentiert das Staatsoberhaupt. Und das Staatsoberhaupt bestimmt, wer der Staatsangehöriger ist, was nicht. So, das hat auch das UCC nicht zu bestimmen und das haben auch die Richter nicht zu bestimmen. Weil die sind Weimarer Blick. Weimarer Blick ist im Prinzip die Selbstermächtigung einer Verwaltung, die der Kaiser nicht bestellt hat. So, der Kaiser hat seinen Amtmann und nur der Amtmann hat das zu entscheiden. So, und das, was wir hier als Bürgermeister wollen, hier in dem Land haben, das ist im Prinzip wie ein Fake. Dass die Leute glauben, sie haben irgendjemanden gewählt, der das zu entscheiden hat. Aber wenn die staatliche Wahlordnung nicht benutzt worden ist, oder, ist sie ungültig. Eine ganz einfache Geschichte. Ja? Der Kaiser hat das festgelegt und diese Wahlordnung gilt. Ja. Und dass die damals noch kein Frauenwahlrecht war, ist eben nun mal so, weil die Frauen vielleicht damals noch nicht so politisch aktiv sind. Aber ich kenne eine ganze Reihe Frauen, die jetzt aufgeweckt sind, die sagen, wir müssen unseren Kindern eine Zukunft bieten, es kann nicht mehr so weitergehen. Und ich will nicht, dass hier meine Kinder in der Frühsexualisierung befummelt werden, also Stichwort besorgte Eltern, oder dass die auf einmal einen Islam übertreten müssen, wo dann überhaupt keine Freiheit mehr ist, ich will nicht, dass meine Tochter hier mit so einer Burka draußen rumläuft, das kann man doch verstehen. Und da wecken die Frauen auf. Wenn sie in ihre eigenen Befindlichkeiten, in ihre eigenen Kinder gehen, dann werden sie auch immer politisch aktiv. Und dann sind das auch Kämpferinnen, ja? Im wahrsten Sinne des Wortes. Da machen sie dann schon dort Konkurrenz. So, aber wir wollen ja, also ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir
über die Gründung der Wahlkommission und der Weserwahl die Sache sauber klären können. Und zwar ohne, dass irgendjemand eine Rübe gehauen wird. Es kann bloß sein, dass diejenigen, die die letzten 100 Jahre auf unsere Kosten wie die Parasiten gelebt haben, ihren zusammengerafften Reichtum abgeben müssen. Ich würde mal sagen, dass das Eigentum der SPD, was sie sich die letzten 100 Jahre zusammengerafft haben, konfisziert wird, aufgrund von Verfassungshochverrat. Ähnlich wird es den Grünen übergehen und ähnlich wird es zur CDU übergehen. Also deren Vermögen ist so gut wie aufgebraucht. Weil die müssen die politische Verantwortung übernehmen und die haben natürlich auch die Kosten zu tragen. Und es wird jeden einzelnen Bundestagsabgeordneten gehen, dass sie bei denen dort reinfinden. Weil der Schaden muss von allen aufgebracht werden, die Handelnde waren. Der Handelnde haftet. Und nach Reichsrecht gibt es keine Insolvenz. Es gibt auch keine Haftungsbeschränkungen, ne? Bis der Schaden aufgebraucht ist. So, da bin ich ja gespannt, wie dann einer über den anderen herfällt. Das ist aber dann so. Ja. Die werden sicherlich die Grundsicherung kriegen, aber der Rest ist weg. Ja. Und wenn sie es verschenken, wird es bei dem anderen weggeholt, wo sie es hin verschenkt haben. Das rettet die nicht wirklich. Wir müssen das Problem klären und die einfachste Möglichkeit ist, dass die Bundesrepublik ihren angerichteten Schaden selber trägt. Weil in allen anderen Fällen würde dann der jeweilige Bearbeiter dafür haften. Ja, also wenn irgendjemand eine Meldestelle, die die Bundesstaaten angehört, bestätigen will, dann muss dieser Bearbeiter dafür alle Kosten einstehen. Ob das jetzt ein Verfahren war wegen GEZ oder wegen irgendeiner ÖWIG, der haftet für die gesamten Prozesskosten und alle Zinsen. Ja? Und hat möglicherweise sogar ein Problem, den Schaden zu bezahlen, weil man kann ja selber sagen, eine Euro nehme ich, eine Euro ist eine Inflationswährung. Ich hätte entweder Mark oder D-Mark. So. Und da aber Mark noch keine Kurse gestellt sind für Mark, müssen sie es in D-Mark bezahlen. Nur dann viel Freude. Eine Alternative wäre noch Feingold. So. Und das betrifft auch die Argen, weil die Argen haften für die Differenz zwischen der Besoldungsgruppe A1 und dem, was sie dir auszahlen. Und wenn sie dir noch Geld wegnehmen, kann ich bei dem Mitarbeiter, sobald das System umgefallen ist, gehen wir davon aus, dass das nächstes Jahr passiert, dort in sein privates Häusel reinfinden. Das mache ich natürlich auch. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. So, weil uns haben sie ja die ganze Technik gestohlen und verschlagen. Vor zwar 3-4 Jahre her, aber ist egal. Und da will ich alles ersetzt haben. Ja, bis auf den letzten Cent. Und ich habe 17% Zinsen, das sind meine privaten AGBs. Und die sollte jeder von euch auch haben. Ja, also das dann gleich sagen, 17%, habe ich schon mal erklärt, wie sie zustande kommen. 14% hatte die Bundesbank, 14, noch ein paar zerquetschte, am Tag vor der Euro-Einführung, für Bauparkredite. 3% kommen vor der Kreditvermittlung oben drauf. Macht 17% und die kann man den Bearbeiter drauf hauen. So, dass das natürlich jetzt mit der Vollstreckung von solchen Forderungen noch nicht funktioniert, liegt einfach daran, dass wir noch keine Exekutive haben. Aber die Bestrebungen sind vor allen Dingen eben in den Ländern Bulgarien oder so, wo es also schon Bürgerwehren haben, schon da. Und es ist dann nur eine Frage der Zeit, bis wir in Deutschland auch ordentliche Bürgerwehren haben, die durchaus in der Lage sind, eine Exekutive zu stellen und die das Recht dann auch durchsetzen. Da ist aber nicht meine Baustelle. Ich kümmere mich nur darum, dass es eine ordentliche Wahl gibt und dass wir fähige Leute kriegen, die in der Lage sind, das Recht und Gesetz vom Kaiser dann auch durchzusetzen und das auch richtig zu interpretieren. Wir wollen ja auch keine Siegerjustiz haben, um wieder neues Unrecht zu erzeugen, weil das würde ja wieder dazu führen, dass es wieder Streit gibt und wieder Abgrenzungen und dann einer und anderen sei Teufel ist und dann haben wir ja 10 Jahre später die nächste Revolution. Da ist ja keinem gedient, sondern es muss gerecht sein und gerecht ist, dass derjenige, der Schaden angerichtet hat, dort den Schaden aufkommt. Dass dann natürlich von einer gewissen Zeit schlechter dasteht wie der Rest, ist nun mal so. Aber das hat die ja auch nicht interessiert, wo es uns nicht so gut ging. So muss man es lesen. So, also nochmal Handlungsvorschrift. Ihr wollt ja, dass der Perso abgegeben wird. Ich habe es schon mal erklärt. Erste ist die Datenvollauskunft. Datenvollauskunft geht nach § 19, also die Auskunftsrechte. Guckt da einfach mal rein, Bundesdatenschutzgesetz. Also nicht nach dem Meldegesetz, danach geht es nicht. Es geht nach dem Bundesdatenschutzgesetz, damit ihr wirklich alles seht. So, und dort guckt ihr nach dem Personalstatus. So, seid ihr dort Personal oder seid ihr nicht Personal? Inzwischen habe ich festgestellt, dass manche Gemeinden das umgestellt haben. Vorneweg stand aktiv, bei manchen steht es aktuell. Aber aktuell und aktiv ist das Gleiche. Er muss auf inaktiv stehen. Also kein Personal. Oder sie müssen es trennen. Also Personaleigenschaft, nein. Da habe ich auch kein Problem. Ja? So. Die können ja von mir aus eine Verwaltung machen. Wenn sie denken, dass das notstandsrechtlich entlastbar ist, ich habe da so meine Zweifel, aber wenn sie denken und noch weiter mitspielen wollen, dann müssen sie sich aber an das kaiserliche Recht halten. Wenn sie es nicht machen, werden sie weggesägt.
So einfach ist das. So, also Daten voll auskommen, danach gucken, dass der Reisepass lange genug gültig ist, wenigstens ein Jahr noch. So, nicht auf dem Pad unterschreiben, auf keinen Fall, weder bei der Beantragung noch beim Abholen. Die sind verpflichtet, das auszudrucken, weil mit dem Pad könnt ihr jederzeit Abtretungserklärung eurer Staatsangehörigkeit erzeugen. Und das ist genau das, was sie denen dann im Prinzip mitgeben. Also sozusagen den Migranten geben die eure staatsbürgerlichen Rechte und deswegen kriegen die mehr Knete als ihr. Das ist alles. Das ist der Betrug, der gemacht wird. So, ne? Die Frau Merkel tut also jedes Mal, wenn ihr einen gelben Schein macht, bei euch einen Kredit Beantragung von 50.000 Euro. Das ist ein Mechanismus in irgendeinem Rechner drin, der aufgebucht wird, sobald jemand einen gelben Schein beantragt. Weil du mit einem gelben Schein wirst du entrecht hast, deine Bundesstaatenrechte sie werden überblendet, die sind noch nicht weg, weil du wurdest ja getäuscht. Aber du musst dich erstmal gegen die Täuschung wehren. Ja, und deswegen, so, der A11, der Schein A11 reicht schon. Weil viele sagen, es würde nicht greifen. Doch, so reicht. Du musst dich dann bloß kümmern, dass du wirklich dann das abgibst mit Zeugen und dann das Protokoll noch nachher schicken. So, das Protokoll machen wir dann die Woche sicherlich auch noch fertig. Ich will mal sehen, ob ich es beim Honigmann schon zeigen kann. Also wir wollen am Wochenende zum Honigmann fahren. Ich weiß nicht, wer noch mitfährt. Mal gucken. Mir ist es eigentlich auch lieber, dass die andere Versammlung jetzt abgesagt wurde. Habe ich kein Hin- und Herreiseproblem. Können wir wirklich drüber arbeiten und am Wochenende was fertigstellen. So, und wenn Leute meinen, dass sie mit UCC was machen müssen, da bin ich nicht dabei. Da tut mir leid, also mit solchen Gekasper gebe ich mich nicht ab. Es ist klar und eindeutig Rothschilds Kind und damit ist das UCC für uns gestorben. Dass die Bundesrepublik damit arbeitet, ja, sie arbeiten auch mit Willkür und sie schlagen auch alte Frauen, wenn sie durch die Wohnung durch wollen. Und schlagen auch Kinder und schießen Leuten mit dem Wasserstrahl das Auge aus. Das machen die Bundesrepublik auch, aber deswegen ist das noch kein Recht. Ja, das muss man einfach wissen. Ja, gut. Ich komme schon wieder ins Schwärmen. So, und solange wie also Leute wegen ihrer Meinung einsitzen, also die Haferbeck oder wie sie wo ist, ne, die einfach nur eine Meinung hat, die hat eben die Meinung. Und die kann man nur mit Fakten überzeugen. Wenn sie die Fakten eben nicht liefern, ja, wenn sie denn da sind, können sie ja liefern. So, wenn sie es aber nicht überzeugen können, können sie nicht überzeugen. Und deswegen kann man aber so eine alte Frau nicht einsperren. Das ist wirklich also abartig, was so läuft. So, denn ich würde mal sagen, das Hauptproblem ist ja nicht das, sondern es ist ja das Rheinwiesenlager. Ne? Weil hier ist ja wirklich dann auch schwere Kriegsverbrechen begangen worden. Aber das wird ja in der Schule nicht gelehrt und man will ja, dass das möglichst vergessen wird. Wir werden es aber nicht vergessen. Und wir werden auch niemanden vergessen, der die Feuerstürme hier in den großen Städten erleben musste. Ja? Und dass das ganz klar an die Engländer und an die Amerikaner adressiert werden muss, dass sie bewusste Vernichtungsschläge gegen die Zivilbevölkerung gemacht haben, da ist noch nicht das letzte Wort. Das wird auch nicht vergessen. Nie vergessen. Sondern das sind Verbrechen, Kriegsverbrechen, schlimme Kriegsverbrechen, über die wir beim Friedensverhandler reden müssen. Da geht es ja nur um Geld, da geht es auch um die politische Verantwortung dafür. Gut, auf jeden Fall haben wir ja selber mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun. Man muss ja immer klar unterscheiden zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus. Also das ist die Fortsetzung der Weimarer Republik, also im Prinzip Freimaurerei. Die politische Arm der Freimaurerei, das ist Weimarer Republik und die Fortsetzung Nationalsozialismus und heute Bundesrepublik. Ja, so, da ist ein durchgehender Faden. Nur das Kaiserreich, das wollte mit Freimaurer nichts zu tun haben. Und deswegen beziehe ich mich immer auf das Recht bis zum 27.10.1918, weil da bin ich aus dem Nazi-Vorwurf komplett raus. Der Kaiser war kein Nazi, ganz einfach. So, und wenn ihr das so macht, habt ihr nie ein Problem. So, und ihr könnt immer Recht kriegen, weil der Richter muss letztlich das Recht gewähren. Solange die HLKU Bestand hat, und die hat so lange Bestand, bis der Friedensvertrag im Prinzip vom Verweser oder vom Kaiser unterschrieben wird, habt ihr das Recht auf die Bundesstaatenangehörigkeit. Auch wenn die euch die Rechtsstellung nicht gleich geben, wenn die sich wehren. Aber dann müsst ihr einen Protest machen. Dann müsst ihr eben jede Woche auf das Landratsamt, dort vom Landratsamt, den Landrat beim Namen nennt, dass er hier Nazi-Staatsangehörigkeiten verteilt und die Leute entrechten will. Und irgendwann wird der Protest wachsen. Aber wenn er überhaupt nicht mitfahren durch die Kante zieht und nicht wisst, wie euer Staat heißt, und ihr mit Schwarz-Rot-Gold durch die Kante rennt, um es noch zu verschlimmern, dann kann ich euch nicht helfen. Ich habe es euch erzählt, wie die Flaggen aussehen, also nutzt sie einfach und zieht mit denen durch die Kante. Dann geht das ganz schnell.